baseline. Ich bin der Pedo. Hallöchen. Grüß euch. Ich bin's, der Michael Dos Santos. Seit gestern Doktor der Geschlechter. Und deshalb dachte ich mir mal, zeige ich euch, weil Jan keine Zeit hat, mal ein paar Secret Locations 2 an den... Ach, erstmal gegen Schwert. Oh. Bevor wir hier die Einleitung weiter versauen, würde ich doch mal sagen, zeige ich euch die Location einfach mal. Dort befindet sich die erste Location und das ist, man sollte meinen, vielleicht, wenn man vernünftig im Kopf ist und nicht so orientiert ist wie der Michael, dass es einfach ein Turm ist, aber doch beim genaueren Hinschauen muss man schon feststellen, das ist die Eichel. Und da unten geht es dann weiter mit dem Schniepel, ich möchte jetzt nicht Penis sagen, denn ansonsten lachen mich alle aus. Und da steht unten Morningwood, was zu Deutsch Morgenlatte heißt, also wenn man dann halt eine Beule aus der Hose hervorsteht, so in etwa wie dieser Turm hier aufgebaut ist. Und wenn wir dann weiter darunter lesen, dann steht da Bitch in the Trunk. Trunk könnte natürlich auch Stamm heißen, ist auch, wer hätte es gedacht, Englisch. Aber ja, das würde natürlich auch passen mit Morgenlatte und Stamm. Aber hier ist es, glaube ich, eher gemeint als Kofferraum. Das kann es nämlich auch bedeuten, denn wenn wir weiter nach rechts schauen, sehen wir da einen Hund. Ja, der hier die Bitch, ich möchte nicht sagen Hure, aber kann man schon so sagen, darstellen soll. Und die soll jetzt entführt werden und dann kann man da einlochen. Aber noch schlimmer wird's ja mit dieser Location, Leute, die wir jetzt sehen. Michael Dos Santos wollte einfach mal nächtlich hier über den Pier fliegen, die Stadt bewundern, aber nein, dann muss der nach unten gucken. Was ist das? Zwei Bälle? Sollen das die Hundsäcke sein? Oh, Säcke. Und da vorne sehen wir dann noch den Kreis, was wieder einmal die Eichel, und damit meine ich nicht die vom Baum, nein, die des Mannes darstellen soll. Und dann ist unter uns auch noch ein Riesenrad. Was das darstellen soll, das kann man jetzt ja schon erahnen bei diesen dreckigen Gedanken, die hier Michael eh schon verfolgt. Ja, es soll das weibliche Geschlechtsorgan sein, meiner Meinung nach, gerade beim Akt. Und da leuchtet es schön, vielleicht ist es gerade der Höhepunkt, weiß man ja nicht. Und so wird er dann halt reingerannt. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass Rockstar Games sich damit einfach mal zwei richtig, ja, sexuell orientierte Easter Eggs einfach mal erlaubt hat. Aber das Spiel ist ja auch ab 18 Jahren. Also eigentlich sollte man meinen, dass die 18-Jährigen ja dafür das Verständnis haben, was ich wieder mal hier nicht habe. Also, entschuldige mich bitte. Das war es jedenfalls von den zwei Secret Locations. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Falls ihr mehr davon wollt, dann lasst ein Like da, allein auch schon für diesen waghalsigen Sprung vom Herr Dr. Professor Michael Dos Santos. Bis dahin, euer Michael. This is how we rock in Melbourne.